Hallöchen, heute mal wieder eine kleine Werbeveranstaltung von Stampin' Up, denn ich habe wahnsinnig viel geshoppt. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie ja, ich weiß nicht. Ich habe meine Prämie da erreicht, also eine liebe Zuschauerin von hier von YouTube, die Heike, die hat eine ganze Menge bestellt und auch noch zwei, drei andere Leute. Christa und so, ihr wisst schon alle. Und deshalb kann ich jetzt weiter 3 Monate noch, also insgesamt ein halbes Jahr Stampin' Up Demonstratorin sein. Also habe ich mir noch ein bisschen was gekauft. Also jetzt ist ja gerade der Herbst-Winter-Katalog rausgekommen. Also was heißt gerade, ihr, die ihr Stampin' Up kennt und guckt, ihr habt bestimmt schon bei den anderen Demonstratoren alles gesehen. Ihr wisst, ich darf euch das nicht zeigen, das ist der Katalog. Aber ansonsten kann ich mir schon was bestellen und ich habe mir was bestellt. Allerdings habe ich mir wirklich nur 2 Sachen bestellt. Dafür habe ich mir noch was aus der Ausverkaufsecke bestellt und noch ein paar Basics. Also insgesamt war es ganz schön viel Geld, aber wir haben Urlaubsgeld gekriegt und naja, ich habe überhaupt gespart und naja, ich wollte einfach mal was anderes haben zum Basteln außer Action. Also, legen wir mal los, was ich mir bestellt habe. Also zuerst stelle ich euch die 2 Sachen aus dem Katalog vor und danach die Ausverkaufsecke und dann die Basics. Okay, also ich war total wahnsinnig und habe mir das Produktpaket Festlicher Glanz bestellt. Das ist sehr teuer und ja, aber ich wollte schon immer, haha, ihr wisst ja, ich bin Stanzenliebhaber, solche Stanzen haben oder solche Motive für Weihnachten, also so Glocken, weil damit kann man super schöne Karten machen. Ihr wisst ja, das ist ganz einfach, so ein Glöckchen ausgestanzt auf eine Karte rauf, zack, hast du schon eine Karte. Und dazu passend eben das Stempelset, also wie gesagt, die Stanzen passen zu den Stempeln. Dann auch ein Helix habe ich auch noch nicht. Die Grüße sind auch total schön, das kann man jedes Jahr nehmen. Das finde ich auch total mega, da gab es ja eigentlich von Stampin' Up! Mal so eine kleine Sprüche, also mit normalen Sprüchen, naja, sowas kann man auch immer gebrauchen. Und naja, dann habe ich immer hin und her überlegt, ach, also ich hätte das auch einzeln bestellen können, das Stempelset und die Stanzen. Aber da ich ja so gut wie kaum was von Stampin' Up! Habe, habe ich mir halt noch das Papier bestellt, weil das ist so schön. Es ist teuer, aber es ist schön. Ich zeige euch das mal. Und ja, ich vor allen Dingen, also ich habe ganz viel Papier, ist ja klar, wie wir alle. Aber so eine Art Papier habe ich noch nicht. Also das ist halt, die Farben so habe ich einfach nicht. Ich habe halt meistens so rot und grün und klassisch irgendwie und ein bisschen, diese Türkis-Ecke war ja letztes Jahr so ein bisschen in, die habe ich auch. Aber das ist halt, ja, ich finde auch das nicht so unbedingt, also das zum Beispiel, das, also okay, das ist klassisch Weihnachten, das, also die meisten davon kann man eigentlich auch so nehmen, also ohne Weihnachten, einfach nur so für einen festlichen Anlass, ja. Also mein erstes Produktpaket aus dem Herbst-Winter-Katalog. Ich hatte mir dann erst noch, also da gibt es auch viele Herbstsachen drin, viele Halloween-Sachen, aber ich bin überhaupt nicht Herbst und überhaupt nicht Halloween, ich bastel da einfach gar nichts. Und dann dachte ich mir, ach, das liegt noch rum und ja. Also wenn ihr Lust habt, den kann man sich runterladen im Internet. Geht mal auf die Seite von Stampin' Up, ladet euch den runter und guckt mal durch. Ja, ich finde, es ist okay. Es gibt 2 Herbstsets, die ganz toll sind und auch ein Halloween-Set. Also wer Halloween mag, ja, der sollte da mal reingucken. Ja, ich habe mir noch als zweites das hier bestellt, festliche Anhänger. Das ist eigentlich auch so ein Produktpaket mit so Anhängern dran und tralala. Also für Anfänger nicht schlecht. Also wer noch gar nichts hat, der kann das ganze Paket bestellen. Ab 4. August kann ich euch den Katalog auch ganz zeigen und dazu mal, also da mache ich dann auch so ein paar Videos zu den Sachen. Ich fand aber das einfach sehr schön, also A, weil da mal große, also frohes Fest, frohe Festtage so in groß dabei ist, genauso wie das. Das kann man ja auch das ganze Jahr verwenden und den Spruch fand ich einfach sehr schön. Es ist die Zeit des Jahres, da werden Wünsche wahr, alles Gute und viel Glück im neuen Jahr. Finde ich irgendwie schön. Naja, und auch so die Kleinigkeiten, auch wieder ein Glöckchen. Ja, also ich fand es schön. So, dann kommen wir mal zur Ausverkaufsecke. Ich muss mal gucken, wo meine Preise sind. Weil, also das kann ich alle, die Stampin' Up! Zu teuer finden, und überhaupt, den kann ich nur empfehlen. Geht mal
Also es gibt auch die App von Stamping Up, die kann man sich runterladen, das ist alles jetzt in Deutsch. Da kann ich euch nur empfehlen, die euch mal runterzuladen und mal ein bisschen in die Sale-Ecke zu gehen. Denn da gibt es dann die Sachen, die günstig sind, wie ich finde. Also erstmal eine Riesendose. Das Ganze heißt hier, ich glaube, Vielfaltspaket Festtagsglanz. Ach nee, das war das andere, was ich gerade gezeigt habe. Nee, hier. Stanzbox Christmas. Also es ist in Englisch, gebe ich zu, ist vielleicht für den einen oder anderen nicht so geeignet, aber ich fand es toll, kostet 21 Euro, kriegt da also die schöne Dose, kann ich also wieder Kekse backen. In der Dose ist jetzt nicht so viel drin, aber natürlich eine Stanze, Stempel und Farbe. Und wie gesagt, ich schwöre jetzt auf die Farbe, finde ich ja total schön von Stampin' Up. Gut, ja, das können wir ja. Ist das schwer. Ach, und ein Stempelblock. Ich wieder, war schon alles vergessen. So, also, und so ein Stempelblock. Also, wie gesagt, für die Pflanze finde ich schon mal mega, weil kann man ja nicht nur zu Weihnachten verwenden, sondern für alles andere auch. Können wir ja mal hier spaßenshalber mal ausstanzen. Und wie gesagt, ihr wisst ja, also das ist nicht so eine ganz große Stanze wie... Wobei, doch, ist es. Nee, warte mal, die hier, die ist ganz groß. Aber so eine normale, und die normalen Stanzen kosten ja im... Also die normal kosten die Stanzen ja schon 22 Euro. Und das ganze Paket jetzt, also der Stanzer, der Stempelblock, zwei Farben und die Sprüche kosten 21 Euro. Ja, fand ich doch ein Schnäppchen. Und wer jetzt zum Beispiel auch anfängt und nichts hat, ist doch supi. So, naja, der Nachteil, wie gesagt, ist natürlich Englisch, aber ja, sieht man jetzt wieder nicht so. Also, have a holly jolly Christmas, may your seasons be merry and bright, jingle all the way, let heaven nature sing, peace and joy, and sending Christmas wishes. Naja, also, ich denke mal, mittlerweile kann das jeder, und wenn nicht, kann man, wie gesagt, ja, was anderes stempeln. Na, und dann hier klassisch rot und grün. Brauche ich mir also nicht in groß bestellen. Und der Stempelblock. Ich dachte eigentlich, dass das so eine Originalen sind. Die schön. Ich bin ja noch am Überlegen. Ich finde ja die Stempelblöcke so schön. Aber die sind auch richtig teuer. Aber gut, der ist auch okay. Ist ein bisschen scharfkantig. Aber wie gesagt, also ich fand, das ist ein guter Preis. Und deshalb habe ich mir das bestellt. So, dann habe ich mir, das fand ich wirklich super, super. Zwar habe ich mir noch zwei Stanzen bestellt. Immer eine ganz alte aus diesem alten Sortiment. Und da muss ich jetzt mal sagen, so im Vergleich, ich weiß nicht, aber das ist ja überall so, die Qualität verändert sich auch. Also das ist hier so die neue Art, wie sie das verpacken. Und das ist die alte. Und ich finde, also A finde ich, da steht schon immer alles drauf. Und dann fässt sich das toll an. Du kannst das hier ganz einfach reinstecken. Und die neuen... Die haben so einen blöden Verschluss, da hat Dörte wieder so ihre Probleme mit. Also da muss man hier so runterfummeln. Ja, warum haben sie das nicht so gelassen? Aber ich weiß warum, die sind ja ausgestiegen. Früher hat Sizzix ja die Stanzen von denen gemacht. So, also ich habe mir zwei Stanzen bestellt. Einmal heißt die Swirly Snowflakes. Und das finde ich, also ihr habt ja schon gehört, dass ich die von, ich habe ja Sterne von Tim Holz. Und, aber das hier sind, ist, also die Sterne sind so, wie ich das eigentlich meinte. Aber das ist natürlich eine Border-Stanze, aber ich habe mir das so angeguckt und dachte mir, naja, das kannst du doch denn nachher abschneiden. Also ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, aber ich fand es echt toll. Und, warte mal, was kostet das? Sind jetzt Flockenreigen, heißt das so? Nee, warte mal. Doch, muss so heißen. Hier steht zwar, naja, klar, Snowflake. Swirlies, ja, Flockenreigen. Also, die heißt Flockenreigen. Da hast du halt, wie gesagt, drei so eine Randstanzen. Dann so ein Anhängerding hier. Auch nochmal zwei Schneeflocken und hier diese Swirl. Also, das stellt mir auch total toll vor, wenn du Gold, also Gold, Spiegelkarton ausstanzt und das dann machst. Na, und hier ist sowieso klar, ne?
Das gibt natürlich eine tolle Karte. Also wenn du jetzt hier eine A6-Karte hast, passt auch, spannst du dir das hier aus. Genauso hier, ne? Also da weg mal. Da werde ich mal ein paar schöne Karten mit euch machen. Und wie gesagt, wenn nicht, kann man die ja noch benutzen. Und das hat jetzt gekostet. Oh, ich bin super vorbereitet wieder, wa? Flockenreihen. Auch 21 Euro. Naja, ich weiß, für euch ist das vielleicht für manche viel Geld, aber ich finde das eigentlich sehr, sehr. Also, und ihr müsst natürlich wissen, ich kriege ja immer noch Prozente. Ich weiß jetzt ja nicht, was ich bezahlt habe. Ja. Ich auch nicht. Naja, ich war auf jeden Fall auch über den Bestellwert, wo man sich dann noch extra was aussuchen kann. Also für 20 Euro hat mir dann Lubik noch. Lubik hatte mir dann noch das weihnachtliche ausgesucht. Naja, ich fand es jedenfalls schön und günstig. Jetzt habe ich hier nochmal. Nee, das ist was anderes. Dann haben wir jetzt hier. Die fand ich ja auch total schön. Das sind Schlittschuhe. Die heißen Stanzform Schlittschuhe. Also wie gesagt, die beiden Sachen, also die drei Sachen mit der Box jetzt, waren aus der Ausverkaufsecke. Aber guckt mal, oh, ich kenne die ja nicht. Also wahrscheinlich kennt ihr die alle schon von letztes Jahr. Aber sind die nicht toll? Ich fand die so schön. Und, dann, und was dazu kommt, ist natürlich noch so ein Helix-Ranke. Ist auch toll auf einer Karte jetzt hier so, ne? Also ja, hm. Musik haben. Auch 20 Euro. Ja. Fand ich irgendwie sehr schön. Naja, ihr seht, ich hatte irgendwie Kaufrausch. Aber das sind auch schöne Sachen. So, und jetzt habe ich mir noch aus dem Hauptkatalog, also das waren die drei Ausverkaufssachen. Wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, dann guckt mal auf der Seite. Wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr, wenn ihr auf der Seite seid, könnt ihr den Demonstrator auswählen vorher. Also da müsst ihr einfach auf Demonstrator suchen gehen und dann müsst ihr meinen Namen eingeben, Dörte Hut, und dann findet er mich und dann wäre ich unterstützt, würde ich mich natürlich freuen. Oder wenn ihr wollt, dass ich für euch was bestelle, dann schreibt mir einfach über meine E-Mail-Adresse. Okay, dann habe ich noch so ein paar Basics bestellt. Und zwar, ja, irgendwie, da habe ich mich wieder nicht so richtig belesen. Ich habe ja ein Falzbrett von EK Tools, was ein Inch ist. Naja, und dann habe ich so in den Katalog von Stamping abgeblättert. Und dann dachte ich, oh, ist ja geil. Ich fand das schon immer schön, das Scoreboard von Stamping Up. Und dachte, oh, das sind Zentimetern und ein Inch. Ja, aber ich habe wieder nicht richtig gelesen. Und ja, habe mir halt das bestellt. Ich meine, das ist. Ich glaube, meins von IK Tools hat 22 Euro gekostet. Das Tier hat jetzt 35 gekostet, aber. Jetzt fehlt aber das Ding, ne? Ich dachte immer, da ist in der Mitte so ein Ding. Naja, Fakt ist, dass es nicht in Zentimeter ist, aber vielleicht schicke ich es auch nochmal zurück. Aber auf jeden Fall habe ich mir das bestellt. Aber ich weiß nicht, im Internet sieht das immer anders aus. Da muss doch noch. Nee, ist aber nicht. Dieses Ding hier. Wo ist denn das? Ja, ist ja toll. Also, das hat mir noch bestellt. Wie gesagt, das kostet 35 Euro. Aber das Ding, na, da muss ich dem nochmal nachhin. Aber da bin ich mir noch nicht sicher, ob ich es behalte. Muss ich erstmal ausprobieren. Naja, und dann, das hatte ich ja schon vorher mir rausgesucht aus dem Katalog, und ich dachte mir, also wie gesagt, ich habe dann so einen bestimmten Bestellwert, ich glaube über 200 Euro, kriegst du halt nochmal so einen Bonus dann, und die fand ich schon vorher süß, und da habe ich mir hier diese tierisch süßen Grüße bestellt, dazu passend gibt's, also das ist jetzt nicht im Ausverkauf, das ist im normalen Hauptkatalog, dazu gibt es natürlich wieder so schöne Stanzen und natürlich der kleine Einhorn, ne? Ein kleiner Hippo und Schaf, ein Einhorn, und auch die Sprüche sind total schön. Du bist wie ein Einhorn, selten und zauberhaft, da weiß ich schon genau, wer das kriegt. Ganz viel Glück zum Geburtstag, lass dich knuddeln. Hip, 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 Hippo, hurra. Also ich fand das total schön.
Und deshalb habe ich mir das hier noch dazu gegönnt. Naja, ihr merkt schon, ich bin ein bisschen aufgeregt, wenn ich gerade so überlege, wie viel Geld ich da ausgegeben habe wieder. Naja, das kostet das nochmal, wartet mal. Sind die Stunts, tierische. Oh, ich bin nicht vorbereitet. Naja, es kostet auf jeden Fall viel Geld. So, also ditte und dann habe ich mir, das wollte ich schon immer mal haben, also ich habe ja so ein, also um Glitzersteine und so aufzuheben, habe ich ja so einen Stift, der jetzt weg ist. Naja, wie immer. Und deshalb habe ich mir hier diesen Aufhebhelfer mal bestellt. Ich hatte vorher im Internet geguckt, bei Sizzix und so hat auch sowas und ich glaube, der ist nur 1-2 Euro teurer und deswegen habe ich gedacht, okay, dann bestellst du dir den. Und da sind eben 2 so Spitzen mit Kleber drin. Ich habe das jetzt noch nicht ausprobiert. Ich hoffe, da ist auch Kleber drin. Und dann, naja, das ist vom Prinzip her nicht schlecht gedacht hier. Hast du halt alles hierbei, was ich cool finde. Sowas habe ich ja noch ja nicht. Das stelle ich mir ganz gut vor, wenn man mal was abheben will oder so. Ich meine, Pika habe ich sowieso, falls tut, habe ich auch. Aber eigentlich kann man das hier eben einsetzen und eben festmachen und dann je nachdem, was man braucht. Ich meine, wenn man mal in Urlaub fährt oder so, dann hat man alles beisammen. Ist halt nur blöd, dass du das dann irgendwie einzeln hast. Hätten sie vielleicht noch irgendwie ein Täschchen dazu oder was weiß ich. Naja, also das habe ich mir noch bestellt. Und dann, ach so, und natürlich Stempelfarben. Ich habe dann auch gedacht, also letztens hat mich ja Christa, glaube ich, hat bei mir Stempelfarbe bestellt. Ich hatte ja dieses Marineblau, das ist ja so fast schwarz und dunkel. Und dann dachte ich mir, naja, sie hat sich Pazifikblau, das ist ja so ein, richtig, naja, knalliges Blau. Und ich fand aber jetzt in den Bildern dieses Abendblau schön, das sind die In-Color-Farben jetzt. Dann dieses Narzisse. Also ich glaube, es sind alle in Colorfarben, außer das hier. Aber fragt mich, ich bin echt ein toller Demonstrator. Naja, ich fand auf jeden Fall, also ihr wisst ja, ich habe letztens festgestellt, bei meinen Stempel, Rundstempeln da, nee, ich weiß ja nicht, bei meinen anderen Stamping-Up-Serie habe ich festgestellt, ich habe kein Rosa. Und ja, das hier fand ich auch so schön, so ein Türkis habe ich eigentlich auch nicht, Gelb habe ich auch nicht so viele. Und deswegen habe ich mir jetzt noch die 5 Dinger hier bestellt und warte mal, haben wir jetzt alles? Das sind die Farben, das Vielfaltspaket, Zinnitzform, ja, ach so, und was ich dann auch nicht, also ich kenne mich ja nicht aus und meine Demo, die zu mir gehört, die weiß ich nicht, die unterstützt mich jetzt nicht wirklich. Auf jeden Fall hatte ich in meinem Einkaufskorb 2x Farbkarton. Also der ist jetzt wirklich umsonst gewesen. Ja, alles andere habe ich echt bezahlt für viel Geld. Aber das heißt schon umsonst, das haben die in der Marge drin. Also der war schon von Anfang an als irgendeine Prämie drin. Ich frag mich nicht, warum. Wahrscheinlich, weil ich diese 300... Man muss ja 375 CSV da umsetzen. Euro ist das. Und dann kann man wieder weitermachen. Also ich kann jetzt noch 3 Monate länger Demonstratorin sein, also noch bis Ende des Jahres auf jeden Fall, könnt ihr bei mir über mich was bestellen oder mich unterstützen, wenn er was bestellt. Und ja, dafür habe ich wahrscheinlich diesen Farbkarton bestellt. Oder meine Theorie ist ja, also einmal deswegen, aber die haben mir deswegen Farbkarton geschickt, weil ich bestelle ja nie Papier, ne? Ich bestelle ja immer nur Stanzen und weiß ich nicht was alles. Und deshalb, ja, denke ich mal, haben sie gedacht, die muss jetzt auch mal Papier demonstrieren, also vorstellen. Naja. Gut, war wieder sehr durcheinander hier mein Haul. Ich versuchte dann die Tage mal irgendwie alle zu verbasteln und euch dann die Produkte einzeln nochmal vorzustellen. Aber wer, wie gesagt, Interesse hat und mich unterstützen möchte, würde ich mich wirklich freuen. Der kann mich anschreiben oder halt über Internet meinen Namen einfach eingeben. Ja, und dann hoffe ich, ihr konntet was mitnehmen und habt ein bisschen gelacht wieder. Und vielen Dank dafür, dass ihr zugesehen habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss!